BHZ-Leserinnen und Leser. Heute begrüße ich euch zu der Schreibtische Chefs oder in dem Fall der Chefin. Mein Name ist Iris Schütz. Ich bin Physiotherapeutin von Beruf mit etlichen Fortbildungen in Richtung Osteopathie und BWL. Und heute zeige ich euch meinen Schreibtisch. Ich bin Geschäftsinhaberin des Sportzentrum Riedmüllers in Nattheim und mit einer Zweigstelle in Neresheim. Habe 25 Mitarbeiter. Also in meiner Freizeit fahre ich viel Rennrad, mache Triathlonsport. Auch als Chef nimmt man, wie man hier sieht, seine Arbeit mit nach Hause. Mein Büro ist hier zu Hause in meinen eigenen vier Wänden. Und trotzdem habe ich noch Zeit, meinen Sport morgens oder abends auch auszuüben. Und freue mich jedes Mal, wenn ich eine freie Stunde habe, um abends auch mal im Sonnenschein eine Rennradtour zu machen oder zwischendrin laufen oder dann noch schwimmen zu gehen. Wir bei uns haben ein eigenes Team, das nennt sich Team Sportzentrum Riedmüller. In diesem Team haben wir Läufer, Triathleten, Mountainbiker, die an verschiedenen Radveranstaltungen teilnehmen. Das ist unser Radtrikot mit unserem Logo drauf und Partnern hinten drauf, denen wir sehr dankbar sind, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Und in dieses Team können ambitionierte Läufer, Triathleten oder auch Mountainbiker gerne jederzeit mit aufgenommen werden. Es ist kostenfrei und ihr bekommt von uns ein Trikot oder auch die Startgebühr an der jeweiligen Veranstaltung bezahlt. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt und mit uns an den Radveranstaltungen oder Laufveranstaltungen teilnimmt. Danke! Und noch ein wichtiger Punkt an meinem Schreibtisch ist... Hallo, ich bin die Dani Schöfer, bin seit 2015 im Sportzentrum Riedmüller, mache die stellvertretende Geschäftsführung. Und ja, es macht total Spaß, weil ständig bei uns was Neues passiert, man sich auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Und ich habe vor, hier in Rente zu gehen. Das war's. Liebe HZ-Leserinnen und Leser, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick an meinen Schreibtisch geben. Ihr seht, trotz Physiotherapie bin ich auch immer noch ab und zu am Schreibtisch und muss eben die organisatorischen Dinge bei uns im Unternehmen regeln. Ich bedanke mich, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, wir sehen uns im Sportzentrum Riedmüller nochmal und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, ciao! Gut.